Hallo zusammen und willkommen. Bevor du deinen Husten als Grippesymptom betrachtest, solltest du vielleicht den Rat deines Arztes einholen. Laut einer neuen Studie der US-amerikanischen Krebsforschung hatten mehr als die Hälfte der Erwachsenen Alarmsignale für Krebs, aber nur 2% nahmen dies ernst. Die Forscher betrachteten dies als die 10 Symptome, die man nicht ignorieren sollte. Die Forscher sagen, es sei wichtig, sie als mögliche Symptome von Krebs zu erkennen und so schnell wie möglich deinen Arzt zu konsultieren. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir für dich hochladen. Nummer 1: Anhaltender Husten und Heiserkeit. Ein Husten ist normalerweise nichts Ernstes. Aber ein Husten, der von Blutungen begleitet wird, ist definitiv Anlass zur Sorge, da er ein Hinweis auf Lungenkrebs sein kann. Möglicherweise musst du Röntgenaufnahmen und Scans machen lassen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Nummer 2: Anhaltende Veränderung deiner Stuhlgewohnheiten. Wenn dein Stuhlgang nicht mehr so leicht ist wie früher, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass eine Masse den normalen Durchgang verhindert. Du musst unbedingt eine Darmspiegelung machen, um zu sehen, ob es tatsächlich eine Masse gibt, die auf Darmkrebs hinweisen könnte. Nummer 3: Anhaltende Veränderung der Blasengewohnheiten. Blut im Urin kann ein Indikator für Blasen- oder Nierenkrebs sein, aber glücklicherweise ist es meistens ein Zeichen für eine Harnwegsinfektion. Vergewissere dich, dass es sich nicht um eine Infektion handelt und fahre dann mit aufwendigeren Untersuchungen fort. Nummer 4: Anhaltender und unerklärlicher Schmerz. Die meisten Schmerzen sind kein Zeichen von Krebs, aber anhaltende Schmerzen sollten überprüft werden. Wenn du anhaltende Kopfschmerzen hast, ist es unter Umständen kein Hirntumor, aber du musst dich trotzdem untersuchen lassen. Anhaltende Schmerzen in der Brust können auf Lungenkrebs zurückzuführen sein und anhaltende Schmerzen im Unterleib können ein Zeichen von Eierstockkrebs sein. Nummer 5: Veränderungen im Aussehen eines Muttermals. Nicht alle Muttermale sind Melanome, aber ein neues Muttermal oder eine Veränderung der Farbe eines bestehenden Muttermals kann ein Zeichen für Hautkrebs sein. Nummer 6: Eine Wunde, die nicht heilt. Wenn du eine Wunde hast, die nach 3 Wochen noch nicht heilt, suche einen Arzt auf, da der Körper sie selbst hätte heilen müssen. Diese Art von Verletzung kann ein Hinweis auf Krebs sein. Nummer 7: Ungewöhnliche Blutungen. Vaginale Blutungen außerhalb der Menstruation können ein Zeichen für Gebärmutterhalskrebs sein, während rektale Blutungen auf Dickdarmkrebs hinweisen können. Nummer 8: Unerklärlicher Gewichtsverlust. Als Erwachsene bemühen wir uns sehr, Gewicht zu verlieren, aber wenn du viel Gewicht verlierst, ohne es überhaupt zu versuchen und ohne jegliche Anstrengung deinerseits, kann dies auf ein ernstes Gesundheitsproblem wie einen bösartigen Tumor hindeuten. Nummer 9: Eine unerklärliche Masse. Sobald du eine Masse hast, die in deinem Körper auftritt, musst du deinen Arzt besuchen. Es kann sich einfach um eine gutartige Zyste oder in schwerwiegenden Fällen um Krebs im tiefen Gewebe handeln. Ein Knoten in der Brust ist ein ziemlich häufiges Symptom von Brustkrebs. Nummer 10: Schluckbeschwerden. 2 Krebsarten könnten hinter diesem Symptom stecken. Und diese lauten Halskrebs und Speiseröhrenkrebs. Die meisten Menschen ändern ihre Essgewohnheiten und essen süße Lebensmittel, ohne zu wissen, dass dies manchmal ein Symptom für eine ernstere Erkrankung wie Krebs ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.